Clark, der danach gesetzt hat. Buschmann, abgefälscht, Tor! Und wieder so ein krummes Ding. Erik Buschmann mit seinem ersten DEL-Tor. Hier wieder gut nachgesetzt und dann einfach mal die Scheibe aufs Tor gebracht. Und dann ist es, glaube ich, Dennis Reul. Wieder ein Mannheimer Eigentor. Da. Und wieder war es der rechte Schlittschuh. Peten verteilt rüber zu Connor und das heißt 3:0. Schauen wir in die Vorbereitung von Peten. O'Connor zieht durch. Aber das Tor für Iserlohn. Und was habe ich eben gesagt? Mike Clark, das ist keiner, der in den Scoring Boards weit vorne stehen wird. Und raten Sie mal, wer das Tor gemacht hat. Richtig, Michael Clark. Erstes Saisontor für ihn. 12 Minuten, 5 Sekunden. Das 1:0. Buschmann hinters Tor. Und dann kommt dieser Sahnepass, Gustafsson am Boden bekommt die. Jetzt abgefangen, Clark. Ah, guter Schuss ins Tor! Ein Sahneschuss von Michael Clark. Mit seinem zweiten DEL-Tor. Da ist ja offenbar jetzt der Knoten geplatzt bei ihm. 42. Minute, Iserlohn ist wieder dran. Hier der Fehlpass von Akta. Und dann holt er aus bis unters Hallendach und dann schlägt das Ding. Oh, da fallen schon die Handschuhe. Mahacek. Und der Neuzugang, Alex Grenier. War jetzt aber ordentlich auf die Mütze. Grenier auch derjenige, der die Strafe bekommt. So, das ist ein Einstand in der DEL. Aber nicht, dass die beiden dann nochmal aufeinandertreffen. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.